Hi Leute und herzlich willkommen zum neuen Farmvlog. Und zwar dreht sich heute alles so ein bisschen um die Stoffelbearbeitung und um die Zwischenfruchtaussaat. Ich bin hier unterwegs mit unserem CVX und der Lemkin Rubin, die wir von Lemkin zur Verfügung gestellt bekommen haben. Zu der erkläre ich euch gleich noch ein bisschen mehr. Zuerst wollte ich euch hier mal das Arbeitsbild zeigen von hier oben gerade mal schnell. Wie man sieht, das sieht ja sehr schön aus, sehr eben, liegt schön locker da. Es gefällt mir sehr gut. Hier auf dem Acker habe ich direkt die Stoppel eingearbeitet und habe direkt die Zwischenfrucht mit ausgesät. Das habe ich hier so auf ca. 10 cm Arbeitstiefe gemacht. Mit der Arbeitstiefe haben wir ein bisschen variiert, einfach mal so ein bisschen die Unterschiede zu sehen und ja, so die Erfahrungen zu sammeln, wie die Zwischenfrucht bzw. wie die Stoppelbearbeitung bei verschiedenen Arbeitstiefen so passiert. Die normale Stoppelbearbeitung haben wir so auf 5 bis 7 cm gemacht, haben wir auch ein bisschen variiert, relativ flach. Das ist ja einfach nur, um die Kapillaren zu kappen, damit nicht weiter Wasser aus dem Boden gezogen wird um ein bisschen Boden zu schaffen, damit das Ausfallgetreide auflaufen kann. Wie gesagt, hier war ich so auf ca. 10 cm Arbeitstiefe. Da hinten der Acker, den man hier im Hintergrund sieht, da habe ich auch Zwischenfrucht ausgesät. Da fahren wir gleich zusammen nochmal hin. Da zeige ich euch nochmal das Arbeitsbild und erkläre mal ganz kurz, was wir dort so gemacht haben. Auf jeden Fall machen wir hier gerade mal auf. Moment. So. Und ich wollte euch mal ganz kurz zeigen, unsere Zwischenfruchtmischung, die sieht man hier. Und zwar hole ich jetzt gerade mal kurz den Zettel dazu, damit ich auch wirklich keine Komponenten vergesse. Und zwar haben wir dieses Jahr ausgesät von DSV, die TerraLife Vitamax TR. Und hier sind so die ganze Zusammensetzung. Also Sonnenblumen, Ölrettich, verschiedene Sorten, Ödelein, Futterraps, weißer Senf, Rettich, Phacelia, Buchweizen ist drin, Leindotter, Ramtelkraut und Rauhafer. Gut, dann kommen wir mal ein bisschen zu dem Gerät hier, das wir hier dieses Jahr zur Verfügung gestellt bekommen haben von Lemkin. Und zwar ist es eine Lemkin Rubin 10 Kurzscheibenecke mit dem Lemkin Seed Hub 5. Das ist im Prinzip eigentlich der gleiche, also es ist eigentlich ein APV-Streuer, nur hier in dem Fall eine Lemkin-Lackierung und mit Lemkin-Schriftzug.
Der ABV-Steuer sowie das Bedienterminal auf dem Schlepper ist identisch mit dem, den wir haben. Minimale Änderungen sind, glaube ich, da, aber mit dem kannten wir uns dann soweit schon mal aus. Machen wir ja einfach, um die Aussaatkosten der Zwischenfrucht, gerade bei diesen trockenen Jahren, wo es eh mal nicht ganz sicher ist, ob es aufläuft oder nicht, zu verringern. Und es geht eigentlich im Prinzip genauso gut. Also wir hatten nie irgendwelche Unterschiede gesehen. Es ist jedes Jahr super aufgelaufen. Da haben wir euch ja auch schon mal drüber berichtet. Ja, darum geht es einfach. Und vor allem auch, um Arbeitsgänge zu sparen, weil jeder Arbeitsgang kostet natürlich auch Wasser. Und im Optimalfall fahren wir natürlich so, dass wir direkt die Stoppeln beim ersten Arbeitsgang einarbeiten und direkt die Zwischenfrucht mit aussäen. Bedeutet, nach der Ernte ein Arbeitsgang, Stoppeln sind bearbeitet und die Zwischenfrucht ist direkt ausgesät. Das ist, wie gesagt, der Optimalfall. Gut, hier Lemken Rubin 10. Wir haben gezackte Scheiben mit einem Scheibendurchmesser von 60 cm. Die Scheibenanordnung ist hier nicht in einem V-System, sondern in einem X-System. Bedeutet ganz einfach, V-System würde heißen, dass die erste Scheibenreihe alle in dieselbe Richtung geneigt sind und die zweite Scheibenreihe alle in dieselbe Richtung geneigt sind. Hier haben wir das X-System. Bedeutet, man sieht es hier ganz gut, hier sind die Scheiben alle nach links geneigt. In der Mitte haben wir eine Mittelscheibe und dann kommen die restlichen Scheiben, die sind nach rechts geneigt. Hinten in der hinteren Scheibenreihe genau das gleiche. Hat den Vorteil, dass wir bei der Maschine hier keinen Seitenzug haben. Das ist schon mal vorteilhaft. Das ist nämlich immer so ein bisschen Problematik bei den Scheibenecken, dass die gern mal einseitig rüberziehen. Gut, dann haben wir hier so Niederhalter für den Fluss der Erde. Das heißt einfach, die Scheiben hier schmeißen die Erde nach oben, damit die nicht so weit hochfliegen und von der nächsten Scheibenreihe wieder gut mit aufgenommen werden, fliegen das hier dagegen und das hält das nach unten und so fließt die Erde direkt wieder zurück auf den Boden und die nächste Scheibenreihe kann mit der Bearbeitung fortfahren. Wir haben ein paar Drohnenaufnahmen gemacht und ein paar schöne Kameraaufnahmen, da kann man das sehr gut erkennen, was damit gedacht ist. Dann gehen wir mal hier weiter. Walzenvarianten gibt es zig verschiedene, wie bei so gut wie jedem Hersteller. Die Doppelwalzen, das ist im Prinzip das Gängige, hinten eine Flachwalze, dann eine Rohrstabwalze. Hat einfach den Vorteil, dass nicht jede Bodenwelle direkt auf die Arbeitstiefe zurückzuführen ist, weil die Tiefenführung läuft ja hier komplett über die Walze, wie bei unserem Grubber auch. Und die Doppelwalze ist hier pendelnd aufgegangen, das sieht man hier. Moment, hier sieht man ganz gut, wie sie hier arbeitet. Und wenn eine kleine Bodenwelle kommt, springt nicht direkt die Scheibenecke nach oben oder nach unten, sondern die kann sich hier ein bisschen anpassen. Das ist schon mal sehr vorteilhaft. Dann haben wir hier so ein Crossboard. Einfach zum Einebnen kann man Höhen verstellen. Das zeige ich ganz kurz gleich drüben, dass man ein schönes, ebenes Arbeitsbild hat, so wie das hier aussehen soll. Das muss man natürlich immer der Arbeitstiefe anpassen. Die Verstellung des Crossboards haben wir hier an dem Hebel. Das ist echt super gemacht, super bequem. Ich muss jetzt gerade noch mal gucken, wie ich euch am besten das zeigen kann. Haben wir einfach hier den Hebel und kann hier drehen. Einmal nach unten oder halt nach oben. Einmal so. Das ist super einfach gemacht und funktioniert tadellos. Gut, dann die Tiefenführung, die Arbeitstiefe. Ist hier einfach mit den Steckbolzen, kann man hier mit den Steckbolzen machen, also rausziehen und das Loch verändern. Hier ist so eine kleine Abbildung, wo man da die Arbeitstiefe sehen kann. Wir fahren hier in D und hier sieht man so die Staffelung, wie es nach und nach tiefer wird. Ne? Da oben die Löcher, also hier der Bolzen, ist dafür da, dass man eingrenzen kann nach dem Ausheben, wie weit die Walzen runtergehen. Bedeutet einfach, wenn man tief fährt, kann man das nachregulieren. Da wird dann immer beim Ausheben die Walze hinten richtig nach unten knallt, wenn man aushebt. Also im Prinzip kann man so einfach das Pendelspiel der Walze begrenzen. Jo, dann haben wir hier die Steinsicherung, was bei uns ja sehr wichtig ist, haben wir am Grubber ja auch. Zu der ist vielleicht noch zu sagen, mit diesem System hier, wenn ein Stein kommt und die Scheibe löst hier aus, geht nach oben weg, klappt hier der Haken rum und nachdem der Stein überfahren ist, zieht der Haken quasi durch den Mechanismus die Scheibe wieder nach unten. Seht ihr, wie gesagt, auch auf den Aufnahmen, die wir gemacht haben, als wir hier auf der Scheibenecke oben mal mitgefahren sind während der Fahrt. Da kann man das am besten sehen, weil so im Stillstand immer zu erklären ist immer ein bisschen schwierig.
Gut, dann haben wir hier das schöne Podest, um den Lemkin Z-Hub zu befüllen. Das ist super bequem. Die Leiter muss natürlich im Arbeitsmodus nach oben geklappt werden. Das ist ganz einfach, die rastet hier dann ein. Und so wäre quasi der Arbeitsmodus hergestellt. Dann haben wir hier die Scheiben, die Seitenscheiben, die muss man klappen, für auf der Straße zu fahren, um in den Transportmodus zu wechseln. Dazu ist einfach hier der Bolzen zu ziehen, die Scheibe rumzuklappen. Und dann muss man hier noch den Bolzen ziehen. Ist ganz einfach gemacht, geht einfach super leichtgängig. Klappt sich ganz rum, bis das Lochbild hier passt, steckt den Bolzen hier wieder rein, Splint rein. So, jetzt müssen wir das nur noch auf der anderen Seite machen und dann wird der Transportmodus schon wieder hergestellt. So, einmal hochklappen, umziehen, den Splint hier wieder rein, der Bolzen raus. Jo, was ich auch noch erwähnen kann, habe ich ganz vergessen, hier die Randscheibe, die ist einfach dazu gemacht, wenn die im Arbeitsmodus rumgeklappt ist, fliegt der Erdfluss hier dagegen, dass nichts nach außen rausfliegt, dass man nicht immer an den Anschlusskarten so einen Wulst haben, wo die ganze überflüssige Erde vom vorherigen Arbeitsgang liegt. Also einfach, um das Arbeitsbild schön eben zu bekommen. Genau, das war es eigentlich auch schon grob zu der Rubin. Ich würde jetzt einfach gleich mal mit euch zum nächsten Acker fahren, noch ein anderes Arbeitsbild zeigen, von der Zwischenfruchtaussaat und noch zu einem zweiten Acker oder zum dritten Acker fahren und noch das Arbeitsbild zu zeigen nach der flachen Stoppelbearbeitung, dass ihr mal so einen Überblick bekommt, wie die Scheibenecke doch arbeitet. Und ja, vorneweg kann ich schon mal sagen, dass wir sehr zufrieden sind. Die Scheibenecke läuft sehr ruhig. Wir hatten mal vor ein paar Jahren eine andere Scheibenecke da von einem befreundeten Betrieb und da war das Problem, dass die gerade in trockenen Bedingungen sehr schnell angefangen hat und hat hier links rechts gewippt, also sie hat angefangen zu springen. Weiß halt, an was das jetzt genau liegt, das sind, denke ich, kleine Details, die da Unterschiede machen, die da den Unterschied machen, vielleicht die Neigung der Scheiben. Und auch das Eigengewicht. Die Maschine hier ist relativ schwer, das merkt man auch. Also das ist jetzt kein Problem, mit unseren Schlepper zu fahren. Wir haben es auch in der flachen Stoppelbearbeitung komplett am Maximum gefahren. Das macht, wie gesagt, keinen Unterschied. Von dem Kraftbedarf kann man sagen, ist es halt Scheibenecke typisch sehr easy, sage ich jetzt mal. Recht leichtzügig, die Scheibenecke leichtzügiger als unser Grubber. Liegt vor allem daran, dass die Scheibenecke drüber rollt und ein Grubber rollt ja nicht, den muss man durchziehen und das, ja, macht auf jeden Fall den geringen Kraftstoffbedarf aus. Wir haben, glaube ich, was haben wir gesagt, ich bin mir jetzt gerade unsicher, mit Maxim bei der flachen Stoppelbearbeitung, glaube ich, waren es 7 Liter auf dem Hektar oder so bei 15 Kilometer pro Stunde Arbeitsgeschwindigkeit, also das ist voll in Ordnung, da kann man sich überhaupt nicht beschweren. Genau, gut, dann wie gesagt, fahren wir jetzt mal einen anderen Acker und dann zeige ich euch da mal noch ein anderes Arbeitsbild. So, hier sind wir jetzt an dem anderen Acker angekommen, den ich euch noch ganz gern zeigen wollte. Also vorweg, wir haben jeden Zwischenfruchtacker haben wir Mist ausgebracht, Mist gestreut, haben dann auch noch Gülle drauf gefahren und in dem Fall hier haben wir halt erst nach der Mistausbringung mit dem Grubber gegrubbert. Hat den Hintergrund, man sieht ja hier relativ viele Gluten, sehr hart durch die Trockenheit. Das war dieses Jahr sehr standortabhängig, wie sich die Felder bearbeiten lassen. Bin hier mit ca. 9 oder 8 km/h mit dem Grubber bei einer Arbeitstiefe von 14, 15 cm, nicht ganz, eher so 12 cm, 13 cm, bin ich durchgekommen. Ja. War halt, wie gesagt, relativ hart und deswegen haben wir uns hierzu entschieden, halt erst zu grubbern, dann aufs Gegrubberte die Gülle drauf zu fahren, dann mit der Scheibenecke einzuarbeiten und die Zwischenfrucht auszusäen. Hat einfach den Grund wegen der Trockenheit dieses Jahr.
Jetzt liegt das einigermaßen gut da, die paar Gluten machen gar nichts, da passiert der Zwischenfrucht nichts. Die braucht jetzt nicht so das feine Saatbett, das läuft eigentlich jedes Jahr da gut auf. Also da haben wir mittlerweile ein bisschen Erfahrung gesammelt, was hier die Zwischenfrucht angeht. Das passt eigentlich immer ganz gut. Das wollte ich euch nur noch mal kurz zeigen. Da haben wir, wie gesagt, dann so 12, 13 cm mit Grubber eingearbeitet, den Mist eingearbeitet und dann mit der Scheibenecke nur noch flach drüber. Einfach nur mal, um ein bisschen zu mischen, ein bisschen zu krümeln und eben um die Gülle einzuarbeiten und um die Zwischenfrucht auszusehen. Das liegt jetzt schön locker da eigentlich, bis auf die harten Gluten. Besser war es jetzt hinzubekommen. Aber hier sehen wir es. Die Arbeitstiefe. Und der Boden passt eigentlich so ganz gut. Freunde, wir haben hohen Besuch. Aus Österreich. Aus dem Reich. Unser Ex-Praktikant ist da. Ex-Praktikant, das ist wieder, ja. Der hatte Corona, dann wollten die den rausschmeißen. Flori, wie lange bleibst du? Bis Sonntag. Bis Sonntag. Und heute ist? Donnerstag. Genau. Und warum bist du gekommen? Ja, ein bisschen Lenksystem fahren wieder so rein. Genau. Ne, der hat Sehnsucht gehabt. Sehnsucht nach Lukas. Upsi! Falsche Taste. Push am Bau. Ja, ja. Leute, mal gewöhnen. Ja, ist halt, er fährt nur Deutsch, ne? Ja, ganz ungewohnt ist da. Knöpfe drücken und der Vorderrad.
bin jetzt hier auf dem Acker direkt hinterm Hof, auf dem wir, wie gesagt, nur die reine Stoppelbearbeitung gemacht haben mit ca. 6 cm Arbeitstiefe. Hier auf dem Acker war auch noch ein netter Herr von Lemken dabei und hat mit uns ein paar Einstellungen, ist mit uns ein paar Einstellungen durchgegangen und so und hat mit uns die Scheibenmäcker eingestellt. Und hier auf der Bahn, auf der ich stehe, das waren so die ersten paar Bahnen. Und da will ich euch mal kurz was zeigen, was das Arbeitsbild angeht. Also hier sehen wir, wenn ich hier so drüber fahre, hier ist relativ eben. So soll das aussehen. Also dass man hier eine gleichmäßige Arbeitstiefe haben, das passt soweit. Hier habe ich zum Beispiel was, weil das ja wie gesagt noch die Einstellungsbahnen waren hier. Sieht man, hier sind wir deutlich tiefer und dann kommt hier so ein Hügel. Der Hügel entsteht einfach, wenn man den Oberlenker zu kurz oder zu lang hat, bedeutet, wenn die vordere und hintere Scheibenreihe nicht in gleicher Arbeitstiefe arbeiten, dann kriegt man so ein welliges Arbeitsbild. Darauf sollte man natürlich achten. Und da sieht man ja das Ergebnis. Dann haben wir es soweit reguliert, die Arbeitstiefe angepasst, den Oberlenker schön passend hingestellt, sodass das Arbeitsbild gepasst hat. Das wollte ich euch nur mal ganz kurz zeigen. Das ist jetzt schon wieder eine Woche her, glaube ich, seitdem wir das hier bearbeitet haben. War wie gesagt Dingel drin. Stroh wurde hier runtergeholt. Natürlich keine Gülle, kein Mist, weil ja in der Folgefrucht ist ja keine Gülle, kein Mist erlaubt. Deswegen haben wir hier auch nichts ausgebracht. Und weil es jetzt zu dem Zeitpunkt einfach nicht so sinnhaftig ist. Gut, ja, soweit mal hier zu der Scheibenecke und zu der Stoppelbearbeitung. Ich hoffe, euch gefallen die Aufnahmen, die wir mit der Kamera gemacht haben. Und es war informativ für euch mit der Scheibenecke. Für uns war es auch super Erfahrung, weil wir ja wie gesagt nur mal kurz eine Scheibenecke ausprobiert hatten. Und sonst sehe ich es halt immer nur bei ein paar Kollegen, die mit Scheibenecke arbeiten. Ja, jetzt bin ich eigentlich auch relativ am Schwärmen über die Scheibenecke, weil es uns auch wirklich gut gefällt. Jetzt bleibt halt die Frage, warum haben wir keine Scheibenecke, warum haben wir uns damals für einen Grupper entschieden? Also laut Lemken, muss man vielleicht noch sagen, kann man mit der Scheibenecke bis zu 15 cm Arbeitstiefe erreichen. Und darum geht es auch so ein bisschen bei uns. Wir wollten was, da wir fluglos arbeiten oder meist fluglos arbeiten, wollten wir was haben, wo wir relativ flexibel sind. Mit unserem Grupper kann man sowohl die flache Stoppelbearbeitung gut hinbekommen, als auch halt mal tiefer zu fahren, bis vor Mais oder vor der Aussaat ohne Flügelschare. Kann man da ein bisschen mehr variieren. Optimalfall wäre natürlich, beide Maschinen zu haben. Ist einfach so, weil in der flachen Stoppelbearbeitung fährt man meistens einfacher, spritsparender, materialschonender mit der Scheibenecke. Vor allem hat man unter Umständen auch noch ein etwas schöneres Arbeitsbild, je nachdem. Aber beide Maschinen sich auf den Hof zu stellen, für unsere Flächen wäre nicht rentabel. Das so als Schlussfazit. Hat jetzt aber nichts direkt gegen die Scheibenecke zu sagen hier. Die gefällt uns wie gesagt super. Ich hoffe, ihr versteht, was ich damit meine. Aber das hat ja jeder so seine eigenen Vorstellungen bzw. seine eigenen Idealen. Und das ist auch sehr unterschiedlich, was die Standorte angeht und was die Bedingungen angeht. Was ich vielleicht noch ganz kurz sagen kann im Vergleich zum Grupper, was die Walze betrifft hier. Wie gesagt, die Doppelwalze ist super Sache, gefällt mir echt super. Wir haben ja bei dem Grupper so eine Rollflex-Packer hinten dran mit so Blattfedern und so weiter. Das haben wir, weil das sehr universell ist und wir haben ja auch sehr viel Steine. Das sieht man hier an der Flachstabwalze. Das hat nichts mit der Qualität von Lemken hier zu tun, dass sie sich hier so aufgebogen hat. Das ist einfach, weil wir sehr extreme und viele Steine haben, teilweise auf manchen Standorten. Und da passiert das eben. Das passiert mit der Flachstabwalze, deswegen sind die bei uns in unserer Region vielleicht nicht ganz so verbreitet. Das ist jetzt falsch, weil es fahren einige mit solchen Walzen rum, aber nicht ganz so der Optimalfall. Deswegen hatten wir uns dafür die Rollflex-Packer entschieden, weil da eben die Blattfedern etwas nachgeben können. Ja, das wollte ich noch mal kurz gesagt haben. Gut, also, ich hoffe, euch hat der Vlog gefallen. Es war informativ für euch. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, könnt ihr uns die gerne stellen in die Kommentare oder auf Instagram. Zudem kann ich gerade noch ein bisschen was sagen. Und zwar komme ich einfach überhaupt nicht hinterher, was die Nachrichten angeht. Es tut mir wirklich leid. Also, ich habe noch Nachrichten, die untergegangen sind vom letzten Jahr. Keine Ahnung, Februar oder so. Das ist auch wirklich blöd und das finde ich auch nicht toll.
Aber das ist einfach extrem viel Arbeit und ich finde es auch cool, dass ihr so viel auf die Stories reagiert, dass ihr so viel schreibt, dass ihr so viel wissen wollt, Nachrichten und so weiter. Ich mag das auch immer total, dieser Erfahrungsaustausch. Es ist einfach nur extrem schwer, da wirklich alle Nachrichten zu beantworten und vor allem auch, dass einfach ganz viele Nachrichten einfach untergehen, die ich nicht mal im Homebildschirm lesen kann oder so. Ja, es ist wirklich blöd, das ärgert mich auch ein bisschen, aber ich wollte euch das sagen. Ich meine, die meisten denken sich das eh schon. Genauso ist es mit den Kommentaren. Wir lesen die oft und dann will man antworten und dann vergisst man es wieder, da ist man wieder am Arbeiten. Das soll jetzt keine Ausrede sein, es ist einfach nur ein bisschen schwer. Also, wir haben ja schon geplant, dass wir vielleicht irgendwann nochmal so eine Art Frage-Antwort-Video machen, wo wir dann einfach so die wichtigsten Fragen, die uns unter dem Video oder auf Instagram gestellt wurden, in dem Video beantworten. Ich denke, das ist eine ganz coole Variante, weil halt ganz viele Fragen mehrmals kommen und da kann man halt viele Fliegen mit einer Klatsche schlagen. Das war so unsere Idee, hatten wir schon mal gemacht. Und ja, so viel dazu. Gut, ich fahre jetzt nach Hause. Das heißt jetzt mal ein bisschen, also hier die Maschine abhängen. Da wollte ich mal ein bisschen die Schlepper putzen, vor allem die CVX und den Maxim. Weil die sind schon ein bisschen zugesaut, weil es da mal ein paar Liter geregnet hat. Und dann wollte ich die Mähwerke anhängen und ich muss noch mal ein bisschen was mähen. So extensive Wiesen, auf denen wir immer Siloballen machen, den zweiten Schnitt unbedingt machen. Dann bei ein paar Wiesen so den dritten Schnitt, also eher einen Pflegeschnitt machen, in der Hoffnung, dass noch mal was kommt. Am Samstag melden sie 16 Liter Regen. Wir hatten jetzt lang keinen Regen und wenn wir Regen hatten, war es dann meistens so mal 4 Liter, mal 5 Liter, mal 1 Liter. Also nicht wirklich was, was viel gebracht hat. Deswegen wollte ich das mit dem Gras diese Woche noch schnell hinbekommen und dann hoffen wir mal, dass eventuell noch mal ein bisschen Aufwuchs kommt. Aber das werden wir dann sehen. Gut, alles klar. Wir sehen uns. Bis dann. Einen wunderschönen guten Morgen. Trotz dass es so früh ist, ich glaube es ist 8:30, ist es hier schon brühwarm und ich will euch heute nicht den Mais zeigen, vielleicht schon auch ein bisschen, aber was ganz anderes. Wir stehen hier im Mittelpunkt des Ganzen und zwar haben wir ein Maislabyrinth für die Besucher unseres Hofes dieses Jahr und hier sind wir mittendrin. Das Ganze haben wir ganz normal während der Maisaussaat angelegt. Und ich habe da eigentlich recht spontan auf die Schnelle am Computer so eine Feldgrenze gezeichnet und dann haben wir die auf unser Trimble-Display draufgespielt und dann haben wir mit Section Control dieses Maislabyrinth hier hingesät. Und es hat wirklich prächtig funktioniert. Also ich muss leider zugeben, trotz dass das hier nur 1,8 Hektar sind und das gar nicht so groß ist, schaffe ich das doch regelmäßig wieder, auch wenn ich weiß, wo es rausgeht, mich hier drin zu verlaufen. Und wir haben hier, wenn man sich wundert, warum hier so abgestorbene Maispflanzen rumliegen, wir haben hier so ein bisschen was rumexperimentiert und zwar haben wir mit dem Rasentrack, weil das hier natürlich ein bisschen uneben war vom Säen, haben wir an unserem Aufsitzmäher so einen Gitterrost hinten dran gehängt und haben quasi die Wege hiermit abplaniert. Und haben da noch Grassamen drauf geschmissen, dass wir dann, wenn das Ganze dann richtig in Betrieb genommen wird, hier vielleicht je nach Witterung auch ein bisschen besseren Bodenuntergrund haben. Hier sieht man das auch. Hier kommen dann so ein, zwei Gräser, die mittlerweile keimen. Das sieht natürlich nicht so toll aus wegen der Trockenheit aktuell. Ja, und Philipp hat hier auch einmal gedacht, hier wäre ein Weg und so zwischendurch planiert, aber krasserweise sind die Maispflanzen zum großen Teil wieder aufgestanden. Ja, und das ist jetzt eben unser Maislabyrinth und das macht eigentlich echt Spaß. Das ist auch richtig schön schattig hier drin. Und schöner Nebeneffekt, ich habe es ja schon gesagt, wir können uns den Mais mal anschauen und quasi so noch einfacher in den Bestand rein. Und hier sehen wir, dass wir dieses Jahr auch wieder trotz Trockenheit eigentlich einen richtig schönen Mais haben. Also ich bin 1,80 Meter groß, ich kann so hoch halten, das sind vielleicht, ja keine Ahnung, 2,60 Meter. Also der Mais hier ist über 3 Meter und wir haben heute, ich glaube, den 11. August und hier sieht man, dass die Kolben auch schon richtig am Entwickeln sind. Einhändig kann ich den jetzt schlecht aufmachen, aber im Kolben sind die Körnereien eigentlich sehr gut gefüllt
Und jetzt muss nur noch quasi die Stärke eingelagert werden, dass es richtig reif wird, dass die Nährstoffe drin sind, dass der Mais auch nachher Energie hat, weil so ist es aktuell nur eine wässrige Pampe. Ja, und wir haben hier eben breitere Wege und kleinere Wege. Ich denke, dass wir da auch mit Covid-19 und so weiter gar nicht so schlecht sind mit den breiten Wegen. Also falls hier Publikumsverkehr drin ist, muss sich hier nicht zwangsläufig jeder Besucher begegnen und man kann entsprechend Abstände einhalten. Und wir überlegen, ob wir hier im Labyrinth noch so ein paar Stationen einbauen, dass man vielleicht noch so eine Art Schnitzeljagd machen kann oder so. Jedenfalls, dass man ein bisschen zusätzliches Entertainment hat. Wie gesagt, der Mais hier sieht sehr gut aus. Hier auf dem Feld ist auch interessant. Wir haben hier mehrere Sorten. Wir haben zwei Versuchssaatgutsorten von der IG Pflanzenzucht. Die schauen auch wirklich sehr gut aus. Dann ist hier noch so ein bisschen was von DSV. Also das war quasi der Mais, der so übrig war, den ich hier gesät habe. Also hier hat man die verschiedensten Sorten. Ich muss noch mal gucken, ob ich das gespeichert habe, was wo gesät ist. Könnte man notfalls auch zum Vergleich ein paar Schilder aufstellen. Ja, aber das ist hier unser Maislabyrinth. Ich bin ja mit der Drohne schon drüber geflogen. Ihr habt mir zugeschaut, die Drohne müssen wir jetzt erstmal auch wieder suchen. Und ja, da kann man schon schön sehen, wie das hier gearbeitet hat. Und hier ist auch wieder so eine Bahn. Da haben wir quasi nachträglich die Reihen platt gemacht zum Durchlaufen. Ist er wieder aufgestanden, also ein paar Sachen werden wir noch optimieren. Und was wir auch machen, wir haben noch elektrische Rapstrennmesser und da wollen wir mit dem Weidemann hier durchfahren und die Blätter abschneiden, weil Maisblätter, wer sich auskennt, weiß, die sind ziemlich scharfkantig und gerade im Augenbereich ist das gefährlich. Also es ist auch so, wenn man auf die Jagd geht und eine Drückjagd macht im Mais, wird es empfohlen, eine Schutzbrille zu tragen, weil man sich sehr schnell an den Augen verletzen kann. Das sind so ein paar Sachen, die wir hier noch optimieren müssen, wo wir noch ein bisschen vorgehen werden, aber hier im Mittelpunkt vom Labyrinth werden wir wahrscheinlich auch eine kleine Aktion irgendwie aufbauen und dann können wir eigentlich, ja quasi, könnten wir ab sofort das Maislabyrinth auch schon öffnen. Müssen nur gucken, wie wir das machen, weil natürlich auch einer das Ganze betreuen muss. Und ja, also das war mir hier ein ganz nettes Experiment. Das hat eigentlich auch richtig Spaß gemacht, das zu sehen. Es ist nicht ganz perfekt, weil ich sag mal so, das war wirklich eine Stunde Aufwand. Von der Idee bis zur Umsetzung mit dem Maislabyrinth und das hat wirklich gut funktioniert. Ich bin jetzt auch nicht besonders langsam gefahren, also von der Schaltperformance, vom Section Control muss man sich vorstellen, je langsamer man fährt, umso präziser wird das dann auch, gerade wenn man so schnelle Schaltfolgen hat, wie in den Wegen, wir können uns das ja nochmal angucken, dann ist natürlich klar, je langsamer man fährt, umso besser kann das Ganze schalten. Aber hier sieht man doch schon, dass das Ganze wirklich sehr gut funktioniert hat. Also wir haben hier vielleicht dann mal so 30 cm früh oder spät einschalten. Hier ist so ein Platz, da könnte vielleicht noch eine Pflanze hin. Ja, aber das hat wirklich Spaß gemacht und der Mais hier drin schaut auch sehr gut aus. Wir müssen nur hoffen, aber normal ist dieses Feld hier nicht so gefährdet für Wildschweine, weil es direkt vorm Dorf liegt. Aber wäre natürlich blöd, wenn die Wildschweine das hier kaputt machen. Oder haben wir ein bisschen Schachtelhalm. Ja, also natürlich hier auf den freien Flächen kommt das ein oder andere Unkraut auch hoch, obwohl hier natürlich ganz normal gegen Unkraut was gemacht wurde, weil hier sehr viel Kamille stand. Ja, aber bin mal gespannt, wie das angenommen wird. Ich hoffe, die Kinder haben hier drin viel Spaß und das wird, denke ich, eine gute Bereicherung für das Angebot auf unserem Hof. Ihr habt es leider mitbekommen, das Hoffest wurde dieses Jahr abgesagt wegen Corona, wegen Covid-19, aber spätestens nächstes Jahr denke ich oder hoffe ich, dass wir wieder zurück sind, weil ihr ja auch immer fragt, wann man uns besuchen kann. Und ja, vielleicht hat der ein oder andere von euch ja auch Lust und Zeit vorbeizukommen im Maislabyrinth. Klar, ist nur eine halbe Stunde so, gut, vielleicht mit ein paar Aktionen noch mehr, aber trotzdem, mir macht es auch immer wieder Spaß, hier durchzulaufen. Also sind wir mal gespannt, wie das angenommen wird und dann müssen wir mal gucken, ob wir das dann häckseln oder Körnermais machen.